Tag hier auf der Zehntelbühne am Nachmittag zum Thema Hybrid IT. Mein Name ist Benedikt Berger und ich habe die Ehre, Sie heute so ein bisschen durch das Thema Azure Site Recovery zu führen. Also rund um das Thema Disaster Recovery as a Service. Kurze Frage in die Runde, wer hatte schon mal Berührungspunkte mit Azure Site Recovery? Mutige die Hand hoch. Wenige Mutige gehen hoch, von daher ist es gut, dass wir drüber sprechen. Bevor wir zum Content kommen, zwei, drei Sätze zu meiner Person. Benedikt Berger mein Name, ich bin angestellt beim Microsoft Partner in Hannover, die Lenti Network Partner GmbH und führe dort Projekte rund um das Thema IT-Infrastruktur durch, aber mein Herz schlägt für die Virtualisierung Microsoft Hyper-V rauf und runter in Kombination mit Microsoft Azure. Ich habe in den vergangenen drei Jahren sehr viele sogenannte Hybrid-Cloud-Projekte durchgeführt, wo es darum geht, dass ich sage, naja, eine Public Cloud schafft zwar an vielen Stellen Vorteile, aber sie ist sicherlich die Lösung für alle Probleme, sondern die Kombination aus beiden, es ist das, was es in meinen Augen spannend macht. Ich selbst bin Microsoft MVP für Hyper-V, einer der Gründer der deutschen Hyper-V-Community und versuche dann eben die klassische IT-Infrastruktur mit dem Thema Azure zu verbinden, wo es irgendwie sinnvoll ist. Für wen oder was ist das Thema Disaster Recovery ein Thema? Grundsätzlich in meinen Augen für jeden. Wir holen uns einfach nochmal ein paar Bilder in den Kopf, hier in dem Beispiel am Super Hurricane Sandy, den die amerikanischen Kollegen betroffen haben, und sagen, naja, das ist ja zum Glück ein bisschen weit weg, aber da ist es wirklich so, dass eine ganze Reihe von Unternehmen ihre IT-Infrastruktur komplett verloren hat, nicht mehr arbeitsfähig war und auch große Rechenzentrumsbetreiber ihre Keller inklusive dem Backup, Dieselaggregaten, Notstromversorgung etc. nicht mehr in Betrieb nehmen konnten. Und genau vor diesem Fall gilt es, sich in irgendeiner Form zu schützen und wir schauen uns einmal die Optionen an, wie uns Microsofts Portfolio, insbesondere Microsoft Azure, dabei helfen können. Für all diejenigen, die denken, naja, sowas wird ja nie bei uns passieren und mein Unternehmen davon ist ja nicht betroffen, einfach mal ein paar Bilder, die etwas lokaler sind, nämlich aus dem europäischen Raum, wo wir sehen, alles klar, auch hier kann genau so ein Thema irgendwo dabei auftreten. Der Bedarf an Lösungen zum Thema Business Continuity wächst, denn wenn wir uns heute mal überlegen, was kostet in meinem Unternehmen denn eine Stunde Stillstand? In dem Moment, wo mein IT-Service meine Stunde nicht zur Verfügung steht, dann kann ich damit im Regelfall noch irgendwie leben, aber ich kann es vermutlich relativ schnell quantifizieren, dass die Nummer nicht günstig für mich wird. Wenn ich aber überlege, den ganzen Tag oder gar tagelang nicht auf meine IT-Infrastruktur zurückgreifen zu können, weil ich damit beschäftigt bin, zu sagen, ich muss meine Services wieder in Betrieb nehmen können, sieht die Situation schon ganz anders aus. Wer schützt sich denn heute vor genau diesem Szenario, dass er sagt, okay, ich kann damit leben, wenn meine IT mal einen ganzen Tag nicht funktioniert? Mutige die Hand hoch. Ich sehe keine einzige sagen, okay, in dem Moment, wo meine IT mal überhaupt nicht funktioniert und ich sage, ich habe heute keine Lösung dafür parat, wird es sehr schnell teuer. Die Schwierigkeit ist, dass es im ganzen Halt auch sehr, sehr teuer war, sich davor zu schützen. Denn ein zweites Rechenzentrum zu bauen, einen zweiten NDV-Raum mit identischer Hardware und identischen Technologien vorzuhalten, ist eine sehr kostenintensive Geschichte und wir alle wünschen uns ja, dass so ein IT-Desaster, ein K-Fall oder eben der Verlust der kompletten IT-Infrastruktur möglichst nie eintritt. Wenn dann doch, dann wird es schnell teuer und am Ende reden wir hier über Risikomanagement. Das Charmante ist, die Risiken, vor denen ich mich dabei schützen möchte, sind vielfältig. Die Liste der Herausforderungen ist vielfältig, aber das Thema, das ist das Charmante daran, kann ich lösen. Damit ich mich dieser Lösung aber nähere, muss ich eine ganze Menge an Hindernissen erstmal überwinden und ich klappe sie mal an der Stelle, wo ich alle auch, dass wir drüber reden. Mir geht es jetzt nicht darum, jeder einzelne von diesen Themen irgendwo durchzukauen, aber jeder, der sich schon mal mit dem externen Auflagern von Backup-Medien beschäftigt hat, jeder, der sich schon mal mit dem Kosteninvest für eine Backup-Infrastruktur beschäftigt hat, der weiß, dass das Thema sowohl auf prozesstechnischer Ebene als auch auf technischer Ebene sehr komplex ist. Ich selbst blende heute mal die Prozessebene vollkommen aus. Alarmierungspläne, Entscheidungswege, wer muss wann erreichbar sein, wer muss wann überhaupt erstmal einen Katastrophenfall feststellen und sagen, okay, wir erklären eine EDV-Infrastruktur für verloren, lassen wir heute mal komplett außen vor, denn dafür brauchen wir keine Technik, um das Thema zu erschlagen. Mir geht es vielmehr darum, heute Technologie näher zu bringen, mit dem ich dieses Thema sehr viel einfacher adressieren kann und hier haben wir die Chance mit dem Einsatz der Public Cloud Lösung Microsoft Azure praktisch Disaster Recovery als Service DRAS zur Nutzung zu ziehen. Denn wenn ich jemanden habe, der mir Backup, RZ-Strukturen, Infrastruktur zur Verfügung stellt, muss ich sie nicht selber aufbauen. Wenn ich mir die Vorteile der Public Cloud im Hinterkopf hole und sage, okay,
Ich habe elastische Ressourcen, dynamische Ressourcen on demand, auf die ich zugreifen kann, wenn ich sie brauche, kann das für das Thema Backup-Rechenzentrum genau das Richtige für mich sein. Am Ende geht es aber darum, nicht den Blick auf RZ oder Blech oder Storage oder Server zu legen, sondern für uns als Unternehmen am Ende interessant sind unsere Anwendungen. Es geht darum, unsere Applikationen, unsere Anwendungen zu schützen und in dem Szenario, über das wir hier reden, relativ einfach erstmal lokal zwischen zwei Standorten bei mir im Rechenzentrum. Ich betreibe in diesem Fall ein Hyper-V-Cluster in meinem ersten EDV-Raum und ich habe ein zweites Rechenzentrum bei mir am Standort oder woanders, das ist erstmal vollkommen egal und ich sorge dafür mit Microsoft Windows Server Bordmitteln, in dem Fall Hyper-V-Replika, ich sage, ich halte meine virtuellen Systeme für den Fall der Fälle eines Standortverlustes an einem zweiten Standort in meiner eigenen Infrastruktur vor. Ich spiegel jetzt keine Daten in Microsofts Public Cloud, trotzdem benutze ich Microsoft Azure als zentrales Steuerungsmedium für die Orchestrierung, um zu erkennen, welche Standorte sind überhaupt zur Verfügung, um zu erkennen, welche virtuellen Maschinen starte ich überhaupt als erstes. Wer sich schon mal mit dem Thema Hyper-V-Replika beschäftigt hat, wird feststellen, dass es darum geht, virtuelle Maschinen einzeln zu schützen. Mit Microsoft Azure und insbesondere dem Site Recovery Manager habe ich jetzt die Chance, einen vollständigen Prozess abzubilden, den ich vorher logisch definiert habe und sage, ich möchte jetzt einen Failover für meine virtuellen Maschinen in einer gewissen Reihenfolge durchführen. Das Charmante ist, ich kann das mit dem Windows Server und Hyper-V-Replika durchführen. Wenn ich aber zum Beispiel eine Storage-Infrastruktur von einem großen SAN-Hersteller über diese beiden EDV-Räume spanne, kann die Replikation der virtuellen Maschinen auch auf Hardware-Ebene dort passieren. Eins der neueren Szenarien im Azure Site Recovery zu sagen, ich nutze die hardwarebasierte SAN-Replikation, weil sie ein bisschen effizienter in Sachen Performance ist, als auf Hyper-V-Replika zu setzen. Auch relativ neu. Ich bin unabhängig von Microsofts Hypervisor. Ich persönlich, ich kann es überhaupt gar keinen Grund verstehen, warum wir einen anderen Hypervisor einsetzen sollten. Für diejenigen, die es momentan noch tun sollten, hat man aber die Chance, auch zum Beispiel mit VM der virtuellen Maschinen oder sogar physischen Serversystemen etwas Ähnliches zu machen. Microsoft hat hier zu Ende letzten Jahres die Firma InMarch auch gekauft, die allen Azure Site Recovery Kunden gratis und vor allen Dingen vollständig zur Verfügung steht. Aber wenn ich sage, wir haben Hyper-V-Systeme abgedeckt, wir haben VMware-Systeme abgedeckt und wir haben physische Serversysteme abgedeckt, dann bleibt für mich ja nichts anderes mehr über. Denn ein physischer PC kann für mich ja alles Mögliche sein. Theoretisch kann das System sogar bei einem anderen Cloud-Provider betrieben werden, um Cross-Cloud-Szenarien zu ermöglichen. Dieses Szenario bedingt allerdings, dass ich erstmal selber ein Backup-Rechenzentrum habe. Wer hat denn heute ein Backup-Rechenzentrum zur Verfügung? Die wenigsten von uns. Ungefähr 3% der mittelständischen IT-Unternehmen betreiben ein Backup-Rechenzentrum. Warum? Weil es furchtbar viel Geld kostet und hoffentlich nie gebraucht wird. Microsoft selber bietet deswegen seit Mitte, Ende nächsten Jahres, letzten Jahres die Chance zu sagen, ich nutze jetzt nicht mehr die eigenen Rechenzentrumsinfrastrukturen für den Betrieb der Daten, sondern repliziere meine Daten nach Microsoft Azure. Warum ist das eine gute Geschichte? Erstens. Die Replikation der virtuellen Maschine nach Azure, die erzeugt ein bisschen Netzlast. Eingehender Datenverkehr nach Microsoft Azure kostet mich überhaupt nichts. Der Traffic ist kostenfrei. Die virtuellen Maschinen, die werden bei mir in meinem Rechenzentrum betrieben und werden für den Fall der Fälle in Azure vorgehalten. Diese virtuellen Maschinen sind dort momentan ausgeschaltet. Was kostet mich eine ausgeschaltete virtuelle Maschine in Azure? Nichts. Erst dann, wenn ich sie anstarte, dann habe ich Computerkosten, die ich erzeuge, die im Desasterfall aber für einen überschaubaren Wert darstellen. Ich habe relativ einfach die Möglichkeit, meine virtuellen Maschinen komplett in Azure abzulegen. Das Einzige, was ich an Kosten habe, ist einmal der Speicherplatz, den ich belege und eine Gebühr für die Orchestrierung pro virtuelle Maschine, um zu sagen, von diesem Szenario möchte ich gerne Gebrauch machen. Dieses Szenario ist aber deutlich kostengünstiger, als jetzt selber Serversysteme zu beschaffen, die Kilometer weiter wegzubauen oder irgendwo vorzuhalten für den Fall der Fälle. Und erst wenn ich ein Failover-Szenario habe und sage, ich muss jetzt die virtuellen Maschinen Azure starten, weil ich meinen Primärstandort verloren habe, dann nutze ich meine WAN-Verbindung, meine VPN-Verbindung und meine bestehenden Hybrid-IT-Ressourcen, um eben sofort weiterarbeiten zu können. Stellen wir die Szenarien mal ganz kurz nebeneinander. Donnerstags vormittags 11.36 Uhr, mein zentrales Storage-System mit all seinen virtuellen Maschinen ist plötzlich nicht verfügbar, aus welchem Grund auch immer.
Wir brauchen 4 Stunden, dass die Support-SLA auf meinem Saal, bis die Ersatz-Hardware in Betrieb genommen wurde. Da müssen nur noch unsere 100 virtuellen Maschinen mit ungefähr 5 Terabyte irgendwie wieder auf diesen Storage drauf bekommen. Wie lange dauert es denn heute, 5 Terabyte von, sagen wir, einem Tape zurückzusichern, was ja ein klassisches Ausnahmemedium ist? Kurzum, wir sind 2-3 Tage nur damit beschäftigt. Wer von Ihnen kann es sich erlauben, 2-3 Tage ohne IT-Infrastruktur dazustehen? Ich sehe nicht eine einzige Hand und das deckt sich so ein bisschen mit der Erfahrung. Das heißt, 3% der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sagen, okay, für diesen Fall schütze ich mich, aber jeder von Ihnen sagt, naja, eigentlich habe ich doch ein Problem, wenn dieser Fall mal eintreten sollte. Und genau hier kann mir Microsoft Azure an der Stelle helfen, indem ich meine virtuellen Maschinen in Azure vorhalte. Auch hier wieder die Ankündigung, in dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt vielleicht kein Hyper-V, kann ich das auch mit VMware-Systemen machen, befindet sich momentan an der Preview-Phase, ist aber momentan noch nicht für alle frei verfügbar. Eine der wesentlichen Neuerungen in den letzten Jahren, was zusätzlich hinzugekommen ist, für diese beiden Szenarien brauche ich kein Microsoft System Center mehr. Ich bin in der Lage, das bei einem ganz normalen Windows-Server durchzuführen, insbesondere für kleine Firmen. Deswegen wesentlich einfacher, heute auf eine entsprechende Disaster-Recovery-Infrastruktur zu setzen. Und bevor ich zu lange theoretisch drum rumrede, schauen wir uns das doch einmal am lebenden Objekt an. Ich springe dazu in mein Microsoft Azure Verwaltungsportal und ich habe hier 39 virtuelle Maschinen momentan, die ich on-premise betreibe. Die sehe ich jetzt hier aber gerade nicht in meinem Windows Server oder meinem Hyper-V Manager, sondern ich habe jetzt hier den Blick über Microsoft Azure auf diese virtuelle Maschine. Und diese virtuelle Maschine, wir sehen sie hier in der Liste, ich gehe mal in meine Virtual Machine Manager Cloud. Diese virtuellen Maschinen werden jetzt durch Azure Site Recovery die komplette Ende-zu-Ende-Einrichtung dieser virtuellen Maschinen vornehmen, verbindet sich mit meinem Virtual Machine Manager, da habe ich einen kleinen Agent installiert. Wenn ich kein System Center habe, installiere ich diesen Agent auf jedem meiner Hyper-V-Hosts oder den Image Agent auf jedem meiner VMware-Hosts. Die virtuellen Maschinen werden blockbasiert nach Azure repliziert. Das kann ich zum Beispiel nachts machen, das kann ich mit Bandbreitensteuerung machen. Oder wenn ich sage, die initiale Replikation, die 5 Terabyte Datenmenge sind mir zu groß, kann ich sogar USB-Datenträger zu Microsoft schicken und dann in meiner Microsoft Azure Subscription zur Verfügung stellen. Auf diesem Moment habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie genau soll die Replikation stattfinden. Hier habe ich mal die Standardeinstellung gewählt. Ich habe die Chance, alle 30 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Sekunden die Replikation nach Azure durchführen zu lassen. Jeder von Ihnen, der sich schon mal so ein bisschen mit dem Thema Hyper-V-Replika beschäftigt hat, wird sich hier wiederfinden, denn Hyper-V-Replika ist jetzt an der Stelle die Grundlage für meine Replikation. Wenn ich möchte, kann ich zusätzlich auch ältere Replikationspunkte in Azure vorhalten lassen. Einer der Punkte, der am stärksten unterschätzt wird in meinen Augen, denn er wird fast nie angeklickt. Warum ist er so unglaublich wichtig? Naja, wir schützen uns mit dem, was wir gerade tun, davor, dass unser zentrales Storage-System morgen früh um 11.36 Uhr kaputt geht. Aber wenn jetzt morgen Nachmittag um 14.36 Uhr die Kollegin aus dem Vorstandsreferendariat die E-Mail-Rechnung, dringende Mahnung öffnet und dann im Anhang auf Rechnung.exe klickt, kann es passieren, dass aus unserem 5-Terabyte-File-Server plötzlich 3 Terabyte Datenmüll werden. Was passiert 30 Sekunden später? Es wird angefangen, diese 3 Terabyte Datenmüll nach Azure zu replizieren und unseren validen, echten File-Server-Bestand zu überschreiben. Und deswegen gehe ich hin und halte zusätzlich ältere Zustände in Azure vor und sage, alles klar, ich habe meinen File-Server on-premise gerade verloren. Wenn ich sage, ich muss den jetzt aus dem Backup recovern, verliere ich Tage und Stunden an Zeit und vor allen Dingen habe ich einen Datenverlust. Hier gehe ich hin und starte die virtuelle Maschine in Azure, habe maximal 5 Minuten Datenverlust und kann nach 10 Minuten wieder arbeiten. Das heißt, sowohl der Datenverlust als auch die Dauer, bis ich meinen Service wieder in Betrieb habe, sind deutlich geringer, nur weil ich sage, ich nehme ein paar Megabyte mehr, um die Systeme in Azure vorzuhalten. Ich kann auch VSS-Konsistenz aktivieren für meine Domain-Controller, SQL-Datenbanken, damit ich sicher bin, dass auf Applikationsebene auch alles passt. Wenn ich diese Konfiguration habe, gehe ich jetzt hin und sage, ich möchte das für meine Systeme, die vom Virtual Machine Manager geschützt werden, nach Microsoft Azure. Bedeutet, ich brauche kein Backup-Rechenzentrum mehr selber bei mir in der Infrastruktur, sondern mache Gebrauch von der Elastizität von Microsofts Public Cloud Angeboten.
Da ich Azure und Hyper-V jeweils ein vollständiges Software-Defined Networking habe, gebe ich ihm jetzt an der Stelle mit, wie heißt denn eigentlich das zugehörige Netzwerk zu meinem Marketing-Netzwerk in meinem Beispiel? Dazu habe ich in Azure im Vorfeld ein Marketing-Disaster-Recovery-Netzwerk vorbereitet mit einer IP-Range, in der meine virtuellen Maschinen adressiert werden können. Bestätige das Ganze. Das Ganze dauert 2 Sekündchen. Und habe jetzt einen sogenannten Wiederherstellungsplan oder Recovery-Plan. Für jeden, der Site-Recovery ausprobiert, tun Sie sich einen Gefallen, verwenden Sie das englischsprachige Azure-Portal. Das deutschsprachige hat noch ein paar spannende Übersetzungen, weil es relativ jung ist. Deswegen arbeite ich hier mit der englischen Variante. Und dieser Wiederherstellungsplan, der gibt mir jetzt mit, wie soll eigentlich ein konkreter Failover aussehen. Also was ich jetzt erstes mache, ist zu sagen, ich habe meine virtuellen Maschinen Gruppen strukturiert, damit ich sicher bin, dass zuerst mein Active Directory funktioniert, denn das ist die Grundlage für meine Domäne. Und ja, Sie sehen, die Replikation von Active Directory Domain Controllern ist an der Stelle überhaupt gar kein Problem. Danach gehe ich hin und starte meine File-Server, denn da liegen alle meine Daten, da liegen meine SQL-Datenbanken drauf. Danach starte ich meinen Datenbank-Server. Und danach starte ich meine ERP- und CRM-Systeme, all das, was ich brauche, um meinen eigentlichen Job zu machen. Und jetzt habe ich die Basisinfrastruktur in Betrieb, die es mir ermöglichen würde, aus Azure heraus zu arbeiten. Und bevor ich jetzt zum unwichtigeren Serversystem komme, habe ich hier einen manuellen Schritt eingebaut und sage, egal was passiert, jetzt gehst du aber hin und drückst bitte manuell den großen roten Knopf, dass deine Primär-Services nach Azure schwenken. Ich habe immer wieder Kunden, die mich anbetteln, dass das automatisch funktioniert. Und die Antwort ist ja, es funktioniert automatisch. Es ist ein PowerShell-Zweizeiler. Ich empfehle es Ihnen noch nicht, das zu tun. Warum? Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier in Hannover auf dem Messestand 141 virtuelle Maschinen am Laufen. Das sind die, die rechts von mir am Stand M50 sich anschauen können. Und die Internetverbindung, die ist jetzt halt bei so einem großen Event mal kurz 5 Minuten weg. Das PowerShell-Skript würde jetzt einmal auf den C-Bit-Stand pingen, ein zweites Mal auf den C-Bit-Stand pingen. Und beim dritten Mal diese 40 virtuelle Maschinen in Azure einmal anstarten. Mein Active Directory Server, meine SQL Server, meine File Server, aber auch mein ERP-System. Nach 5 Minuten ist die Internetverbindung wieder da und ich habe plötzlich 40 Mal dieselben Maschinen mit selben Namen, im schlimmsten Fall selber IP-Adresse online. Das wieder zu versortieren wird eine schwierige Geschichte und deswegen sollte ein Failover zwischen Standorten immer ein Prozess mit manueller Bestätigung sein. Und genau die habe ich hier einmal abgelegt. Danach kommt man in etwas unwichtigeren Systeme, das ist bei mir ein Linux-Server, also auch ein Linux-Server in Azure und ein Failover überhaupt gar kein Problem. Dass die jetzt bei mir nicht so wichtig sind, ist natürlich reiner Zufall. Und dann gehe ich hin und sage, ich habe noch mehr, zum Beispiel meine Entwicklungs- und Marketing-Systeme, die ebenfalls eine Rolle spielen. Und jetzt gehe ich hin und kann einen von 3 Failover-Arten dabei durchführen. Der ungeplante Failover ist relativ klar. Alarm, Alarm, wir haben gerade unseren Standort verloren. Feuer, Wasser oder der Faktor Mensch hat eben doch den File-Server aus Versehen gelöscht. Dann möchte ich jetzt, dass diese virtuelle Maschine in Azure starten. Für diese 39 VMs, die ich hier habe, dauert das komplette Startprozedere 11 Minuten und 23 Sekunden. Bedeutet, nach 11,5 Minuten kann ich wieder mit meiner gesamten IT-Infrastruktur arbeiten. Ja, es läuft immer eine Warnverbindung. Das ist vermutlich mit File Server und Co. ein bisschen langsamer, als wenn ich das in meinem Netzwerk mache, aber hey, ich kann arbeiten und muss nicht 3 Tage auf einen Restore oder sonst irgendwie etwas warten. Bei einem geplanten Failover ist die Situation etwas anders. Ich weiß, dass ich das Rechenzentrum drüben runterfahren möchte und kann vorher noch alle Änderungsdaten nach Azure schieben. Ich verliere also nicht die 30 Sekunden oder 5 Minuten Replikationsintervall, sondern ein geplanter Failover kann an der Stelle ohne Datenverlust stattfinden, während ich bei einem ungeplanten Failover nicht mehr darauf warte, ob noch irgendwelche Replikationspakete hinterherkommen. Super spannend finde ich auch die 3. Option rechts daneben, den Test-Failover. Auch diese Option ist sehr, sehr stark unterschätzt. Warum? Ein Test-Failover dient dazu, zu testen, ob die Replikation nach Azure funktioniert. Sie klicken die virtuellen Maschinen an, die Sie im Failover-Fall testen möchten, und er fährt sie in Azure parallel zur Replikation in einem geschützten Quarantänenetzwerk hoch, damit Sie sich von der Konsistenz und der erfolgreichen Replikation der Maschine überzeugen können. Aber unabhängig von Disaster Recovery bietet ein Test-Failover Ihnen unglaublichen Mehrwert an anderer Stelle. Wer von Ihnen eine produktionsäquivalente Testumgebung? Bedeutet, dass die gleiche Hardware, die gleichen Systeme in einer 1:1-Konfiguration zum Testen zur Verfügung. Jeder Change, der in Produktion durchgeführt wird, liegt vorher durch eine Testumgebung. Antwort. Niemand traut sich, auch das entspricht dem üblichen Praxisbild.
In Azure haben Sie jetzt hier auf Knopfdruck immer eine 100% aktuelle Testumgebung. Die kostet Sie nicht mal was. Warum machen das Unternehmen momentan nicht? Weil es viel zu teuer ist, Testsysteme vorzuhalten, Testsysteme zu pflegen, Testsysteme mal aufzubauen, nachzurüsten und die Hardware doppelt zu kaufen. Hier habe ich meine virtuellen Maschinen Azure liegen und kann auf Knopfdruck sagen, ich möchte jetzt diese 40 VMs oder 2 VMs daraus mal 5 Minuten testen, ob meine Applikation kompatibel ist, 2 Stunden testen oder 2 Wochen testen. So dynamisch, wie Sie möchten. Ohne Planung, ohne Vorabmeldung, sondern einfach on demand die Vorteile der Public Cloud Infrastruktur zu nutzen. Und nur in dem Moment, wo Sie die virtuellen Maschinen starten, dann kostet Sie das Ganze mal etwas. Aber auch noch relativ überschaubar. Machen jetzt mal einen geplanten Failover und jetzt mache ich hier den großen roten Knopf, auch wenn er in meinem Fall ein grauer Knopf ist, und sage, jetzt da drüben die Serversysteme bitte ausschalten und hier wieder hochfahren. Ich denke, man bekommt einen Eindruck, was dahinter steckt, und ich möchte noch einmal zum Abschluss ganz kurz die Szenarien daneben legen, die mit Azure Site Recovery heute möglich sind. Wir haben die Chance, Hyper-V-Systeme on-premise zu spiegeln, ohne dass ich die Daten nach Azure replizieren muss und ausschließlich die Orchestrierung erfolgt über Azure. Wir haben die Chance, ohne Hyper-V-Replika mit unseren Storage-Systemen eine SAN-Replikation durchzuführen. Auch hierfür werden keine Daten nach Azure repliziert, ohne aber zu sagen, mit System Center oder auch ohne System Center von einem Hyper-V-System, das kann ein Cluster sein, das kann ein einzelner Host sein, Microsoft Azure als Disaster Recovery zu nutzen. Nutze ich, warum auch immer, einen anderen Hypervisor oder bin noch nicht vollständig virtualisiert, habe ich die Chance, das mit dem InMarch-Plugin zu tun. Und irgendwann kommen wird auch das Thema VMware und physische Serversysteme zu Microsoft Azure. Sie alle haben die Chance, sich diese Präsentation herunterzuladen. Deswegen habe ich hier nochmal ein paar Links dahinter mit TechEd-Sessions, die weitere Informationen dazugeben. Wir hatten auch vor kurzem die Virtual Azure-Konferenz, wo sehr viel mehr Informationen dazu sind. Wer davon mehr haben möchte oder das Ganze nochmal genauer sehen möchte, hat hier rechts von mir in den orangenen Ständen am Stand N50 gleich die Gelegenheit und Möglichkeit, da in mehr Details mit mir drüber zu plaudern. Denn da werde ich den Rest des Tages zur Verfügung stehen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Überblick geben, was in Azure drinsteckt. Ich zeige Ihnen die Folie gleich nochmal, keine Angst. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das rege Interesse. Wenn noch Fragen da sind, kommen Sie jetzt kurz zu mir, kommen Sie nachher in den Stand und ich wünsche noch eine schöne Messe. Vielen Dank. Also die Folie. We'll be right back.